Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal haben wir uns haben wir eine Menge Nebenquests abgeschlossen. Wir haben erfahren, dass Aliens hinter dem Elex stecken und so weiter und so fort. Und bereiten uns jetzt endlich oder haben uns dann auch darauf vorbereitet, diese große Schlacht endlich zu schlagen gegen den Konverter in Ignadon. Und die Frage war hier jetzt ja, was wollen wir tun? Also dadurch, dass wir einen eher warmen Kältewert haben, haben wir tatsächlich auch zwei Auswahlmöglichkeiten. Wenn wir einen kalten Kältewert gehabt hätten, sind die Auswahlmöglichkeiten ehrlich gesagt nicht so wirklich, wäre es ehrlich gesagt nicht so wirklich effektiv gewesen. Wir hatten im Prinzip zwei Auswahlen, entweder wir entscheiden uns dafür, dass Ulbricht bei uns bleibt und mitkämpft, oder dass wir Ulbricht zu dem anderen Judikator bringen lassen, der bereits den Konverter angreift. Und beim Diskutieren über diese Entscheidung habe ich gemerkt, dass das Ganze ein bisschen schwer für euch war, das zu erfassen, weil, und das gebe ich ganz ehrlich zu, es ist wirklich ein bisschen komisch, weil man versteht gar nicht erst, also so wie man es eigentlich verstehen würde, wäre das, was wir hier machen sollen, ist den Hort zu verteidigen, während die Judikatoren den Konverter angreifen. Und wenn wir Ulbricht mitnehmen, dann werden wir auch, mit ihm zusammen den Hort verteidigen, wodurch eventuell unsere Chance sinken könnte, den Konverter einzunehmen. Ihr werdet aber gleich sehen, dass das nicht der Fall ist. Im Endeffekt habt ihr euch jetzt aber erstmal dafür entschieden, dass wir, Ulbricht mit zu uns nehmen, weil je mehr Hilfe wir kriegen, desto besser, ne? Das Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. In Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nesti das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Erst gefällt Nesti das nicht, dann gefällt's ihr. Lagebericht. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Mensch, was ein guter Feldherr. Gut, dass wir sie unbedingt mitnehmen mussten. Einfach mal die ganzen Truppen da reinschicken. Ja, jetzt greifen die Alps an. So wie man es verstehen könnte, war das deswegen, weil sie halt gemerkt haben, dass der Konverter angegriffen haben und sehen das als Chance. Sehen das dann natürlich als Chance ebenfalls. Hallo? Achso, das ist ein Blutungspfeil. Warum habe ich einen Blutungspfeil? Sehen das als Chance, hier anzugreifen. Das Ding, was ein bisschen komisch an der ganzen Geschichte ist. Oh Mann, warum targetest du mich die ganze Zeit? Was ein bisschen komisch an der ganzen Sache ist, ist, dass wir aber gar nicht hier den Hort verteidigen werden, sondern unsere Aufgabe wird tatsächlich sein, jetzt ebenfalls zum Konverter vorzurücken. Also, so wie man es eigentlich verstehen könnte, wäre es ja, wir bleiben hier und verteidigen alles Mögliche gegen die Alps, so wie das ja auch logisch wäre. Aber nein, der Plan sieht vor, dass wir erst hier bleiben, auf die erste Welle der Alps warten und dann auch zum Konverter vorrücken. Warum wir dann nicht gleich alle Einheiten nehmen und zum Konverter vorrücken und so verhindern, dass die Alps überhaupt irgendwie kontern können, weiß ich zwar auch nicht. Beziehungsweise auch, warum wir, also irgendwie ist das Ganze halt nicht so ganz logisch, dieser ganze Angriffsplan, weil jetzt lassen wir den Hort ja auch schutzlos zurück. Was ist, wenn die Alps einen zweiten Weg nehmen, um anzugreifen? Es gibt ja nicht nur einen Weg zum Hort, dann ist der Hort ja auch schutzlos. Also irgendwie ist das alles ein bisschen komisch, aber hey, das ist das wahrscheinlich, was für euch auch so ein bisschen schwer war zu erkennen, dass wir im Prinzip, egal wie wir uns entscheiden, wir ziehen auch mit in Richtung des Konverters. Es ist halt nur die Frage, ob Ulbricht mit uns kämpft oder ob wir ihn schon vorschicken, während wir alleine gegen die angreifenden Maschinen kämpfen. War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Ja, das passt schon. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Ja, aber sowas von. Vorrücken. Jetzt habe ich blöderweise die Blutungsbolzen verwendet. Ich meine, ich habe noch Explosionsbolzen. Die sind eigentlich ganz hilfreich, weil die Dinger ja zurückschlagen. Weiß bloß nicht, die sind, glaube ich, bloß halt. Ah, die Musik ist ganz nett. Die sind halt bloß ein bisschen wertvoll. Ist halt die Frage, wie lange wir die überhaupt noch nutzen. Ah, ich gehe auf die Explosionsbolzen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Oh, was zum Einsammeln. Nice.
warum nicht? Mal so nebenbei einsammeln. Wie gesagt, es ist ein bisschen jetzt schade, dass wir noch nicht die Megawaffe der Alps, der Kleriker haben. Das hätte jetzt natürlich ein bisschen geiler ausgesehen, aber das passt schon soweit. Ist auch toll, dass diese ganze, also ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was jetzt genau Nasty hier macht, um es mal ganz blöd zu sagen. Nasty ist einfach da. Wirklich jetzt Feldherrenanweisungen gibt sie ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Ich kümmere mich als erstes um die Kampfkolosse. Die sind am wichtigsten. Sehr gut, das ist einer tot. Aber wenn die oben sind, dann werden die nicht zurückgeschlagen. Die Kampfkolosse sind halt das Wichtigste. Sehr gut, die Kampfkolosse sind erledigt. Hallo. Och man, geil. Da ist ja wieder einer. Gut. Greift mich mit dem eigenen Flammenwerfer an. Waren das alle? Mann, das geht ja echt schnell hier. Ja, wenn wir die Kampfkolosse frühzeitig ausschalten, geht das echt ganz gut hier. Und da wir jetzt im Nahkampf ganz gut sind, passt das auch. Ich esse mal ganz kurz was. Aber ich meine, wir haben ja offensichtlich die Zeit. So, das sollte reichen. Und loote hier natürlich wieder, weil warum nicht? Ich glaube, von uns ist noch nicht mal einer gestorben, oder? Normalerweise sterben mir die Leute hier auch ganz gerne ganz schnell weg. Aber ich glaube, es ist halt ganz gut, dass ich mich momentan sehr gut auf die Kampfroboter oder Kampfkolosse hier konzentriere. Weil die sind normalerweise das, was unsere Einheiten hier normalerweise sehr stark zerstört. Der ganze Rest ist ja uns deutlich unterlegen, sag ich mal. Dadurch passt das alles schon. Das Gefährliche sind ja wirklich nur die Kampfkolosse. Wir haben aus irgendeinem Grund keine von unseren Kampfkolossen mitgenommen. Ich meine, wir haben die ja eigentlich auch, aber wir nehmen da aus irgendeinem Grund keine mit. Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht! Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Ja, ja, komm, los geht's. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Witzig. Weiter! Mensch, gut, das... Also, ich weiß halt nicht, was sie jetzt... Um ehrlich zu sein, ich kann halt nicht verstehen, was jetzt ihre Funktion als Anführer ist. Sie sagt halt immer weiter, nachdem alles besiegt ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwelche taktisch komplexen Anweisungen tätigen würde oder so. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Also, ich hätte gedacht, dass sie als Anführer dann auch ein bisschen mehr taktische Anweisungen gibt. Wir teilen uns auf und nehmen sie in die Zange oder sowas, damit man auch sieht, dass sie wirklich ein guter Anführer ist und nicht einfach nur jemand, der sagen kann, ja, weiter geht's. Weil das ist irgendwie so ein bisschen billig hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber hey, davon ist der Konverter auch schon. Ach echt, ihr kümmert euch jetzt um die Beißer. Das ist echt unsere Aufgabe. Sollten wir das jetzt echt tun? Mit unseren Kampfmaschinen hier. Na, geht doch. So, ich ziehe schon mal wieder meine Armbrust. Die Explosionsbolzen sind noch drauf. Da vorne läuft noch ein Vieh rum. Da werde ich mich gar nicht drum kümmern. Das schaffen die ja schneller als ich. Und dann nehme ich wieder meine Fernkampf-Power. Das macht schon... Also mit der Fernkampffähigkeit macht das schon echt gut Schaden. Ich meine, ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr groß die... Alter, der Typ mit seinem blöden Flammenwerfer, der haut immer uns um. Ich sag mal so, wir werden jetzt nicht groß die Psi-Kräfte noch lernen, dass wir diese Psi-Werfer und sowas groß benutzen können. Aber wir werden auf jeden Fall... Daneben, mein Freund. Aber wir werden auf jeden Fall vielleicht noch die ein oder andere Psi-Kraft nehmen, die uns im Nah- oder Fernkampf helfen kann. So schön die Kampfkolosse, wie gesagt, immer schön zurückstoßen. Je besser das klappt... desto besser überleben unsere eigenen Leute. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt in den Nahkampf. Viele sind hier ja offensichtlich nicht mehr. Alter, das war ja richtig simpel. Das war ja richtig simpel. Die hatten ja alle gar keine Chance hier. Ja, damit haben wir den Konverter erobert. Meine einige wenige Kleriker sind scheinbar auch gefallen. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum wir keine Kampfkolosse mitgenommen haben, sondern nur Kampfmaschinen, wenn wir wussten, dass wir gegen Kampfkolosse kämpfen würden. Aber, oh, Jurek. Jureks Keycard. Ah. Interessant. Ja, und ich kann es ja jetzt mal sagen, im Prinzip hat sich jetzt schon die Auswirkung der Entscheidung von der letzten Folge gezeigt. Und das ist einfach die, wenn wir uns dafür nämlich entschieden hätten, den Ulbricht hierher zu schicken und alleine gegen die ganzen Alps gekämpft hätten, dann wäre Ulbricht gestorben. Und das wäre für die Kleriker ein herber... Also, ich sag mal, was heißt herber Verlust gewesen? Die Kleriker hätten das ziemlich blöd aufgenommen. Sie hätten uns jetzt nicht die Schuld dafür gegeben. Aber sie hätten das ziemlich blöd aufgenommen. Und ich meine, auch wenn es logisch ist, da muss ich doch auch mal wieder fragen, was ist denn die Idee dahinter? Der Spieler wählt den schwereren Weg, wo er nicht Judy... Huch,
eine Kiste, wo er nicht Judikator Ulbricht mitnimmt. Und die Belohnung dafür ist, dass Judikator Ulbricht dann stirbt. Das ist doch irgendwie ein bisschen blöd. Der schwerere Weg sollte doch, sag ich mal, belohnt werden, oder? Ich meine, ich habe damit kein großes Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Was jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Okay. Ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch. An sich ist jetzt auch nicht groß wichtig. Also wie gesagt, die Kleriker ändern da nichts. Also es ist jetzt, wäre, und das ist halt auch das, wenn Judikator Ulbricht stirbt, ist es jetzt nicht so, dass zum Beispiel ein neuer Judikator gewählt wird und man dann plötzlich mit einer neuen Führungsriege zu tun hätte, was ja eigentlich ganz interessant sein könnte. Nee, die sind dann bloß alle kurz traurig, dass Judikator Ulbricht tot ist, und das war's dann. Das ist auch ein bisschen doof. Geh zu deinem Feld, Herr Soldat. Ich war doch schon bei Nesti. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Wo ist denn der andere Typ eigentlich, der vorgehen sollte? Der andere komische Judikator. Hä, mal ernsthaft, wo ist der denn? Ist der tot? Kann der auch sterben? Das wäre mir neu. Hä, wo ist denn der andere Judikator? Oder war hier kein zweiter Judikator? Dann war wahrscheinlich nicht mal ein zweiter Judikator da und ich habe das irgendwie falsch im Kopf gehabt. Dann wäre nur Judikator Ulbricht hier gewesen. Übrigens, ich finde das Ding hier eigentlich ganz interessant, weil das sieht ja super so aus wie so ein wie diese Teile vom Teleporter, was ja eigentlich darauf schließen lässt, weil die Kleriker haben sowas ja nicht, dass die Teleporter irgendeine Alptechnologie sind. Allerdings frage ich mich halt immer noch, wenn die eine Alptechnologie sind, warum haben die sind die Berserker dann damit einverstanden, dass das Ding mitten in ihrer Stadt steht? Erstens. Warum haben die das Ding noch nicht lange abgerissen? Zweitens, wie haben es die Alps geschafft, da aufzubauen, das Ding? Und drittens, warum nutzen die Alps die Teleporter nicht selbst? Das ist halt, die Teleporter sind meiner Meinung nach eine der unglaubwürdigsten Dinge in dem ganzen Spiel, weil sie einfach da sind und sich niemand für sie interessiert. Niemanden interessiert es, dass sich da irgendein Typ einfach mitten hinter die ganze, ja, hinter die Mauern von der geschützten Stadt teleportieren kann. Es juckt einfach niemanden. So, Nesti. Alle sind tot, glaube ich. Ich sagte, geh und erledige den Rest. Wie viel sind denn da noch? Wollte doch sagen. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Okay. Was ist mit ihr denn kaputt? Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, so. Deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar, du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal, du bist doch nicht etwa dieser Alpbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Ich hab keine andere Wahl. Eigentlich stimmt's, wir haben einfach keine andere Wahl, wenn wir ehrlich sind. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Also ganz ehrlich, das ist zwar richtig, aber ganz ehrlich, so wie die ganze Geschichte verlaufen ist, sag ich einfach, ich habe keine andere Wahl. Verstehe schon. Besser mit den Wölfen heulen, als gefressen zu werden. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Okay. Ich bin dabei. Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Endlich zeigen sich die Eisklötze. Jetzt bloß keine Angst zeigen. Ja, scheiße auch. Was ist los? Wie zum Henker konntest du dich bloß diesen lavascheißenden Fanatikern aus Ignadon anschließen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke,
Vermutlich nicht. Wir kennen uns ja auch schon so lange. Hauptsache, du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Ich finde, diesen Dialog hätte man sich auch einfach sparen können, wenn man sie rekrutiert, nachdem man sich einer Fraktion angeschlossen hat, weil so wirkt er einfach ein bisschen komisch. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht. Ich meine, klar, man kann diese Großoffensive durchziehen, bevor man sich einer Fraktion anschließt, aber man muss ja erst Nestis Aufgaben machen, die schon schwer genug sind, und dann müsste man diese Großoffensive, ohne sich einer Fraktion anzuschließen, durchziehen, damit dieser Dialog in irgendeiner Form Sinn ergibt. Keine Ahnung, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr gucken können, aber ich meine, ist ja in Ordnung. So, ich würde sagen... Mitkommen. Natürlich. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen... Achso, warte mal, wir reden erstmal ganz kurz und dann sage ich was. Wir haben einen großen Schritt getan, doch sind wir immer noch nicht am Ziel. Wir müssen den Konverter abschalten. Das geht aber nur, wenn wir hineinkommen. Geh und finde die richtige Keycard, ja, hab ich mit der schon. Wir dieses Höllengerät öffnen können. Höllengerät. Der Halbkommander hier auf dem Schlachtfeld müsste sie bei sich tragen. Finde ihn und nimm ihm die Keycard ab. Na, das ist aber ein Zufall, dass der gerade die dabei hat. Ich habe die Keycard des Konverters. Dann geh und schalte das verdammte Ding ab. Ich halte hier die Stellung. Alles klar. Wo wir gerade beim Konverter sind, ich will noch ein bisschen was sagen. Wo wir gerade beim Konverter sind, was ich nicht so ganz verstehe, ist, die Konverter sind ja offensichtlich im... Also erstmal frage ich mich, wie die Alps es geschafft haben, die Konverter mitten im Land von Klerikern, Berserkern und... Genau nach und Outlaws aufzubauen. Geschmack. Ich meine, die Berserker haben irgendwann zurückgeschlagen, aber warum haben die nicht den Bau selbst verhindert? Und das Zweite, wenn ich schon Konverter mitten im Land des Feindes baue, warum baue ich dann denn nicht noch irgendwelche Waffen oder sowas dran? Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Warum sind die denn so super ungeschützt? Also, die sind ja nur geschützt... Achso, da kommt was. Die sind ja nur geschützt durch die Alps selbst. Warum da nicht einfach irgendeine Verteidigungseinrichtung anbauen? Würde alles so viel einfacher machen. Da braucht sich nie ein Alp rausbewegen oder so. Keine Ahnung. Sollte doch eigentlich möglich sein. Naja. Und das Zweite, muss ich mal sagen, was ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, fand, bei dieser ganzen Questreihe ist, dass, wie gesagt, dass halt erstens, dass der Spieler nicht dafür belohnt wird, wenn er sich den schwierigeren Weg nimmt. Vor allem, und das muss ich auch mal sagen, wenn man sagt, man kämpft alleine, dann vertraut man ja eigentlich Nesti, einer Outlaw-Frau, und Outlaws haben ja allen Grund, die oder sind ja die Feinde von den Klerikern, dann vertraut man einer Outlaw-Frau, die Kleriker wirklich in den Sieg zu führen, sag ich mal. Und man vertraut ihr, dass sie halt wirklich das macht, was man von ihr erwartet. Und ich finde, dadurch, dass wir mit ihr nur zweimal auf die Jagd gegangen sind, ist das ja eigentlich schon ein großes Vertrauen, und deswegen finde ich es noch komischer, dass es einfach nicht belohnt wird, dass man sich quasi diesen schwereren Weg nimmt. Ich meine, jetzt mit Ulbricht, das Ding ist halt jetzt, und das muss man auch mal ganz klar sagen, das macht diese ganze Questkette sowieso ein bisschen sinnlos. Jetzt, wo wir gesagt haben, hey, Ulbricht kämpft mit uns mit, wozu brauchten wir denn jetzt eigentlich nochmal einen Kommandanten? War nicht der ganze Sinn des Kommandanten? Also wurde nicht gesagt, dass es den Klerikern an einem weiteren Kommandanten fehlt, weil, glaube ich, irgendeiner der Judikatoren gestorben war oder sowas, und dass es den Klerikern an Kommandanten fehlt, und dann holt man, dann macht man oder sucht man ewig nach einem Kommandanten, findet dann irgendwann einen, und dann kann man sich dafür entscheiden, dass man doch Judikator Ulbricht mitnimmt. Wenn das also doch die ganze Zeit der Fall war, wozu brauchten die denn dann einen Kommandanten? Also warum sollten wir denn überhaupt einen Kommandanten finden? Das ist halt wieder so eine Entscheidung, die ist halt nur drin, keine Ahnung, um halt eine Konsequenz zu haben dann. Aber die ist halt an sich, wenn man die ganze Geschichte gesehen hat, eigentlich total unlogisch. Müssen wir mal ganz klar sagen. Weil wie gesagt, jetzt ist die ganze Frage, warum wir einen Kommandanten sammeln sollten, plötzlich total, ja, total egal. Ich frage mich, ob jetzt hier noch Alps drin sind oder nicht. Gucken wir mal. Oh ja, da sind noch welche. Ist eine Kampfmaschine zwar, aber ist auf jeden Fall noch was drin. Alter, sind wir einfach stark inzwischen. Es ist halt wirklich so ein... Ach komm, ehrlich. Es ist halt wirklich so, entweder man ist schwach oder man ist vollkommen overpowered. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Vor allem, warum haben die hier Krüge rumstehen? Hey, Nesti, ist alles in Ordnung wieder.
glaube, oben wartet wahrscheinlich noch einer. Hier sind scheinbar doch noch ein paar Alps drin. Aber hey, ich sammle erstmal Zeug ein, wie wir das schon die ganze Zeit hier immer gemacht haben. Immer erstmal schön Zeug einsammeln und dann nach oben fahren. Mit meinem hübschen Schwert hier. Und bald haben wir dann jetzt auch... Da muss ich mal gucken, vielleicht können wir jetzt schon bald eine... Da steht ein Alp in der Ecke. Vielleicht können wir dann jetzt schon bald... den Vollstrecker tragen. Ist halt nicht ganz so geil wie die andere Alpwaffe, die wir gefunden haben. Aber würde auf jeden Fall mehr zu einem Kleriker passen. Sag ich mal ganz klar. So, hier kommen noch wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei Gegner. Oh, es gibt ein bisschen Elex. Erstmal einsammeln. Weißt du, gar nicht dafür interessieren, dass da hinten ja ein Alp einfach rumsteht. Er kann eh nichts. Oh, ach shit, da hat einer einen Flammenwerfer, ehrlich. Okay, wisst ihr was? Mach ich mal den Schild rein. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass die Psy-Kräfte... der Kleriker, der Körperschild der Kleriker, hat einen höheren Schutz als der Körperschild der Alps. Dabei sollen doch die Alps durch das Elex... Oder soll doch die Magie der Alps deswegen so stark sein, weil sie durch das Elex gestärkt ist. Warum ist denn dann aber die Magie der Kleriker oder die Psy-Kräfte der Kleriker stärker? Die sind doch gar nicht direkt durch das Elex gefördert. Das ist doch nur eine indirekte Förderung. Sollten nicht die Psy-Kräfte der Kleriker schwächer sein als die Zauber der Alps? So rein von der Logik her. Muss ich mal ganz klar sagen. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie groß... Wo ist denn Nasty jetzt eigentlich abgeblieben? Ist ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, dass wir groß Psy-Kräftige Skills hätten, ne? Ah, da ist sie ja. Dach. Oh, der hat ja schon... Das ist ja ein netter Empfang hier. Was ist hinten hier? Oh Mann, blöde Drohne, hör auf mich zu blitzen. Wo ist denn Nasty abgeblieben? So, waren das alle? Ich glaube ja. Wo ist denn Nasty abgeblieben, ey? Ah, da steht sie. Toll. Da stehst du gut, meine Gute. Haben die hier Mana? Ah ne, ist ein Schwefelbrocken. Okay, jetzt wird's lustig. Ah, toll. Ja, ich schalte mal ab hier, ne? Wieder diese mega Musik und Kamerafahrt. Ich glaube, damit haben wir schon alle Konverter abgeschaltet, oder? Wir haben den in Ignaton und wir haben den in Tavar. Der in Idan ist ja schon abgeschaltet. Den in Abbesser. Da sind zwei, die haben wir beide. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch... vielleicht gibt's noch in Xarko... What the fuck? Vielleicht gibt's noch in Xarko einen. Das weiß ich gerade nicht. Das müsste ich mal gucken. Gucken wir doch mal ganz kurz auf der Karte. Gibt's in Xarko? Nö, hier scheint's keinen... Zumindest ist keiner auf der Karte verzeichnet. Hier scheint's keinen Konverter zu geben. Das heißt, eigentlich müssten wir alle Konverter... Aber warum gibt's denn keinen in Xarko? Gut, da gibt's nicht so viele Menschen, die man... reinstecken kann. Aber warum werden denn nicht Mutanten auch reingesteckt? Die gibt's doch in Xarkor sicher auch. Und ich meine, Mutanten sollten ja mehr Elex in sich drin haben als ein stinknormaler Mensch. Ein Mensch, der natürlich vom Elex genährt ist, der hat wahrscheinlich mehr... Ich glaube, Nasty ist verbuggt, kann das sein? Der hat wahrscheinlich mehr Elex drin, aber... Alles okay? Könnte besser sein. Zeig okay. Keine Gnade, sage ich dir. Deine Niemals. Feinde haben auch keine schlaflosen Nächte wegen dir. Ja, ja. Ah, das werden sie aber bald haben. Jetzt habe ich mein Team ja zusammen. So, dann hacken wir hier mal. So, dann zeige ich doch mal eher kleiner, größer. Okay. Dann fangen wir mal mit was Kleinem an. Gehen dann auf was Großes. Zack und zack. 1857. Wow. War nichts richtig. Dann die 5 als erstes, dann die 7, dann die 1 und dann die 4. Okay, 7 und 1 ist richtig, das heißt die 5, okay. Einfach 4 und 5. Geht doch. Sehr schön. Ich meine, das Hacken macht wenigstens so ein bisschen Spaß, weil es halt eine gewisse Logik, weil es halt einer gewissen Logik folgt. Dadurch ist das eigentlich ganz cool. Oh, die ersten beiden sind gleich. 5, 5, 8, 6. Ich habe die letzten beiden einfach richtig geraten. Ja gut, jetzt muss ich halt raten, ne? 7 ist falsch. Geht doch. Perfekt. Raketenwerfer. Ich glaube, wir haben einen Raketenwerfer schon, ne? Den kann ich sogar benutzen.
Die haben Raketenwerfer hier gelagert. Ich glaube, so einen Raketenwerfer haben wir sogar schon, oder? Raketen. Wir haben modifizierten Raketen. Ne, wir haben modifizierten Granatwerfer. Das sind ja zwei unterschiedlich. Cool, da kann ich ja... Wir haben Granatwerfer, wir haben modifizierten Granatwerfer und jetzt haben wir auch einen Raketenwerfer. Geil. Jetzt haben wir auch endlich mal einen Raketen... Wir hatten hier schon einen Raketenwerfer, Dr. Seltsam, aber den zu nutzen wird halt echt schwer. Da brauche ich 75 Stärke. Da müssen wir mal gucken. Ja, den können wir vielleicht sogar irgendwann nochmal benutzen. Müssen wir mal schauen. Ich meine, auf wie viel Stärke will ich gehen für den Vollstrecker? Auf 76 muss ich da kommen, also... Und dann bräuchte ich nur noch 4 Punkte für die Geschicklichkeit. Dann könnte ich auch den fetten Raketenwerfer mal benutzen. Geil. Und ich glaube, ich habe auch noch theoretisch einen Ring, der mir 5 Stärke gibt, oder? Ich glaube, ich habe einen Ring, der mir 5 Stärke gibt. Genau. Da verliere ich zwar Gesundheit und 10 Ausdauer, aber ganz ehrlich, das wäre es mir wert. Im Notfall kann ich ja mal noch einen Ausdauertrank herstellen. Das wäre es mir tatsächlich wert. Da muss ich mal gucken, wir haben ja jetzt ein bisschen... Wir sind ja jetzt wieder ein Level aufgestiegen. Ich muss mal gucken, wie weit käme ich denn, wenn ich bis 76 muss. Wir sind ein paar mehr Level aufgestiegen, kann das sein? Okay, ich muss bis 71 kommen. Schaffe ich. Perfekt. Sehr gut, dann noch zweimal Geschick. Dann... den Ring angelegt. Ring der Stärke, ja, ist ein bisschen schade um die Ausdauer, aber ich denke, es ist besser, dass man keine mehreren Ringe anlegen kann, ey. Na gut. Und dann kann ich jetzt einmal... Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt könnte ich fast noch überlegen, darauf zu gehen, aber ich glaube, auf Intelligenz komme ich jetzt auf jeden Fall nicht hoch. Sag mal, viele Level, 2 Level sind wir aufgestiegen. Ich hatte noch viele Attributspunkte scheinbar vorher. Ich meine, ich komme jetzt auf 54, ich glaube, das wird nichts mehr. Die nehme ich dann je nachdem, was ich noch skillen will. Muss ich mal gucken. So, dann einmal der Vollstrecker anstatt dieser Waffe. Was ist denn hier neu? Ach, der Kriegsbogen. Und dann einmal Dr. Seltsam. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich benutze das Ding doch eh nicht mehr. Den Schmelzofen können wir auch benutzen. Jetzt haben wir ein paar Waffen hier. Jetzt geht's los hier, würde ich sagen. Den besten Raketenwerfer haben wir aber scheinbar noch nicht. Okay. Donnerschlag müssten wir jetzt auch benutzen können, theoretisch. Das ist eine Schrotflinte. Wie viel Schaden macht die? 91. Die macht sogar mehr. Ah, ich habe keinen Platz mehr für die. Muss ich mal gucken. Die werde ich vielleicht auch nochmal benutzen. Müsst ihr mich mal dran erinnern, dass ich die nochmal benutze. So, ich wollte eigentlich nach oben. Weil es gibt ja oben immer noch so ein bisschen was mitzunehmen. Das hätte ich ganz gerne. Warte mal, dann packe ich das Ding. Ach, das ist der Raketenwerfer. Das ist der Vollstrecker. Sieht schon ganz geil aus. Hat schon irgendwie was. Das ist der Raketenwerfer. Und das ist der Flammenwerfer. Na, jetzt geht's ja los hier. Jetzt geht's ja richtig los. Okay, ich glaube, also skillmäßig sind wir jetzt, glaube ich, echt gut dabei. Ich glaube, Lernpunkte, wie gesagt, ich guck mal, dass ich vielleicht noch den ein oder anderen Skill lernen kann bezüglich, vielleicht für den Kampf. Ist ein bisschen schade, dass man die auch nicht stacken kann in irgendwas Dreiermäßigem, aber okay. Ich glaube, ich brauche gar keine Elex. Ich glaube, ich brauche gar keine Elex-Tränke. Es läuft echt gut. Sprengraketen, nice. Sprenggranaten. Sehr schön, gut. Dann würde ich mal sagen, teleportieren wir uns gleich mal nach unten und sagen noch Bescheid, dass hier alles jetzt geklärt ist. Ey, der Konverter hat immerhin eine Barriere drumherum. Ist ja immerhin etwas. So, Ulbricht, hier, hab's geschafft. Ihr habt inzwischen auch den ganzen Schrott hier weggeräumt. Sehr schön. Hier ist echt kein Zwitter gewesen. Ich hätte beschwören können, hier war ein zweiter Typ, aber okay. Der Konverter in Ignadon schweigt. Dann ist unsere wichtigste Mission endlich geschafft. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Alps Ignadon eingenommen hätten. Das hätte weitreichende Konsequenzen für alle freien Menschen auf Magalan gehabt. Ich habe dir einiges zugetraut. Doch deine Taten übersteigen bei weitem meine Hoffnungen. Ich danke dir und bin froh, dass ich an dich geglaubt habe, und du mich nicht enttäuscht hast. Magst du auch in deinem früheren Leben eine Bestie gewesen sein, Jax? Du hast der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß nicht genau, wo dein Weg dich und uns Menschen hinführen wird. Doch ich ahne,
dass er im Eispalast enden wird. Triff die richtige Entscheidung für dich und uns alle, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, und ja. Ich hoffe, du wirst finden, was du suchst, mein Sohn. Okay, mein Sohn, meine Fresse. Gut, gucken wir mal ganz kurz. Was kann man jetzt lernen? Also wir können hier auf jeden Fall noch ein Mann-Armee, will ich ja nicht, Suggestion können wir schon. Technik erspüren, unnötig. Reinigung, unnötig. Schild haben wir schon. Phasenverschiebung ist halt das. Wenn du ausweist, das ist eigentlich cool. Ich meine, Kraftwelle ist relativ langweilig. Das letzte Gefecht. Achso, naja, ganz ehrlich. Projektion, erschafft ein Hologramm. Ah, ganz ehrlich, dann kann ich auch... Ich denke, dann werde ich auf jeden Fall Phasenverschiebungen lernen. Na gut, Outlaw kann ich ja eh nicht lernen. Dann ist die Frage, wollen wir hier vielleicht mal noch was lernen? Wir haben immer noch Persönlichkeit 3 einfach. Nett. Ah, hier gibt es halt nichts Sinnvolles. Wir können halt uns hier für irgendwas entscheiden. Ich weiß halt gerade nicht. Ich glaube, wir sind momentan noch eher ausgeglichen. Das Problem ist, ich habe halt die Werte nicht im Kopf. Also, ich weiß nicht, was wir für einen Wert haben, weil das steht ja nirgends. Deswegen kann ich das nicht sagen. Das würde meinen Nahkampfschaden erhöhen, wäre an sich schon geil. Aber ich glaube, am besten ist dann wahrscheinlich... am besten ist wahrscheinlich... Ich meine, ich könnte Goldschmied lernen, aber ich habe noch nichts Gutes dafür. Rüstung braucht man noch viel mehr. Konstitution, Tiertrophäen. Ja, ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Abenteurer braucht auch kein Mensch. Sechster Sinn. Feinde auf der Minimap. Mehr Ausdauer wäre noch geil. Da brauche ich noch ein bisschen Konstitution für. Wie viel Konstitution kann ich noch skillen? Ah, fehlt genau ein Punkt. Ja, aber dann könnte ich das ja auf jeden Fall beim nächsten Mal nehmen. Und dann gehe ich vielleicht hier noch... Gott, hier brauche ich ja viel mehr. Ja, dann hole ich mir ja einfach noch Fernkampfwaffen und vielleicht schwere oder schwere Waffen. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir reisen mal ganz kurz einfach zu den Klerikern. Und lerne auf jeden Fall die Phasenverschiebung. Da muss ich dann auch mal gucken, wo ich die hinpacke. Das wird echt nicht einfach. Ich habe halt nur 8 Slots. Ich sehe das nicht. Muss echt das ganze Zeug hinpacken, ey. So, dann lernen wir auf jeden Fall die Phasenverschiebung und dann einfach noch Standard-Fernkampfwaffen. Erstmal schwere Waffen können wir ja immer noch lernen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? So, ich hätte gerne Kraftphasenverschiebung. Sehr schön. Und dann ist jetzt die Frage, wer ist denn hier ein Fernkampflehrer? Oh, nee, es muss ja ein normaler Kampflehrer sein. Sicher. Ganz ehrlich, ich glaube, einen Kampflehrer finden wir auch es bei kommt, uns in hier. Und da kann ich gleich Bescheid sagen, dass ich noch jemanden dabei habe. Da kriege ich nochmal 500 Erfahrungspunkte. Das wäre an sich ganz cool. Dann können wir die Quest um Arx vielleicht auch mal langsam machen. Was du? Nee, du warst Überleben, ne? Bring mir... Nee, Persönlichkeit. Der komische Typ mit dem Hut war, glaube ich, der Kampflehrer, ne? Der komische Typ mit dem Hut. Wenn ich jetzt wüsste, wo der rumsteht. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich alle. Also, was heißt wirklich alle? Ich glaube, wir könnten halt noch Duras haben, aber den haben wir ja getötet. Bring mir etwas bei. Natürlich. So, einmal Fernkampfwaffen bitte. Zack. Sehr schön. So, und dann muss ich mal kurz gucken, wo packe ich denn jetzt aber Phasenverschiebung noch drauf, ganz ehrlich. Das ist halt doof. Ich habe halt so super wenig Platz. Warum kann ich denn zum Beispiel, warum kann ich denn in meinen Psi-Werfer... Der hat halt Kraftfeld, Psi-Geschoss und mentale Fessel. Warum kann ich denn nicht die Fähigkeiten, die ich habe, als, also die Kleriker-Fähigkeiten, die ich habe, warum kann ich die denn nicht in den Psi-Werfer oder Psi-Verstärker einfach packen? Das wäre so viel geiler, weil dann hätte ich in einem Slot 3 Fähigkeiten. So brauche ich 3 Slots für die verdammten Fähigkeiten. Das ist doch doof. Okay, scheiß drauf. Mach ich den erstmal weg. Ich probiere ihn mal ganz kurz aus. Hui. Ah, das sieht ja nie wie ich aus. Bleibt auch nicht sonderlich lange. Aber hey, damit haben wir das schon mal. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns noch unsere Belohnung ab dafür, dass wir alle Konverte erledigt haben. Das haben wir ja jetzt, wie gesagt, auch fertig. Sieht halt ganz cool aus. Ich glaube, wenn ich halt die Buffs so stacke,
Da hat das halt auch ganz schön noch was, so noch mit Rüstung drauf und so weiter und so fort. Das hätte schon noch irgendwie was, aber muss ja nicht jetzt sein. Außerdem muss ich ja selten den Fernkampf-Buff mit irgendeinem Nahkampf-Buff kombinieren, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Das ist meist ziemlich sinnlos. Was steht da denn noch? Ist das eine unbrauchbare Verbandstasche? Ernsthaft? Ach, ihr habt hier unbrauchbare Verbandstaschen? Ey, Junge. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Hä, ich hab doch alle Konverter... Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. War das nicht der, der mir die den Auftrag gegeben hat, die Konverter alle lahmzulegen? Scheinbar nicht. Vielleicht habe ich die Quest auch gar nicht mehr. Oder es war nur so gesagt, dass wir das machen müssen. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns mal ein bisschen in Ignadon umsehen. Wir haben da noch eine Quest in Ignadon, die werden wir abschließen. Und wir werden vielleicht hier noch so ein bisschen einfach mal rumlaufen. Da zum Beispiel im Norden waren wir, glaube ich, noch nicht und so weiter. Werden wir ein bisschen Ignadon erkunden. Ich glaube, diesen riesigen Komplex hier haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Schauen wir mal, dass wir das alles hinkriegen. Aber das dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Jetzt mit einem, ja, inzwischen sind wir doch ein wirklich starker Jax. Auch komplett ohne Elex-Tränke. Aber das erst, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.